herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Tja, wir kriegen das seit Wochen und Monaten, auch Jahren ins Hirn gehämmert. Die rechte Gewalt in Deutschland. Wie im Staccato, wie aus dem Maschinengewehr kommt es in den Mainstream-Medien. Warnung vor rechter Vereinnahmung der Corona-Proteste. Wenn Sie auf Google eingeben, Gefahr von rechts, dann kommt eine endlose Schleife an Links mit solchen Hinweisen. Gefahr von rechts, das Tagblatt, rechte Gewalt in Deutschland, die Zeit, Rechtsextremismus, die Tagesschau, die Gefahr kommt eindeutig von rechts. So, jetzt habe ich mir mal Meldungen der vergangenen Wochen und Monate angeschaut, um mal zu sehen, wie das wirklich aussieht, selbst in den Mainstream-Medien, wie sie sehen werden. Und jetzt sagen wir das alle im Chor, die Gefahr kommt von rechts. Die Gefahr kommt von rechts. Die Gefahr kommt von rechts. Die Gefahr kommt eindeutig von rechts. Die Gefahr kommt von rechts. Und so weiter und so fort. Wir können das in einem Chor stundenlang hier so machen. Die Gefahr kommt von rechts. Die Gefahr kommt von rechts. Man muss sich das mal überlegen. Ja, Tag ein, Tag aus bekommen wir das gesagt in den Schlagzeilen der Mainstream-Medien. Und die selbst müssen immer öfter über linke Gewaltakte, Anschläge, Brandanschläge, brutalste Attacken wie in Stuttgart vor wenigen Tagen berichten. Und trotzdem kommt die Gefahr von rechts. Die Gefahr kommt von rechts. Es ist einfach unglaublich. Das ist Material, das ich in 5 bis 10 Minuten gesammelt habe. Und relativ selten kommt ein Vorwurf oder eine Kritik wie diese. Linksextreme Attacken werden als Rangeleien verharmlost. Ja, so ist es bei uns. Aber das wird einfach fast nie ausgesprochen. Und was passiert? Wenn der Verfassungsschutz mal Linke oder Linksextremisten ins Visier nimmt, dann kommt das, was in Berlin vor kurzem passiert ist. Linke und Grüne in Berlin sprechen von der Abschaffung des Verfassungsschutzes. Das ist Deutschland 2020. Die Gefahr kommt von rechts.